Alfred Nesselber, Ingenieurstudio Holderskoskott. Ich möchte heute einen Teil von CBOX, CBOX unser kostenloses Tool für AutoCAD und BricsCAD mit einer großen Sammlung an Zusatzfunktionen, die es im CAD halt nicht gibt. Und wir wollen dieses Tool jetzt mal dafür nutzen, und das möchte ich auch herzeigen, wie wir Zeichnungsstrukturen übersetzen. Es kommt immer wieder vor, dass wir Zeichnungen in der Struktur A haben, wo es jetzt Leer, Blöcke, Stile etc. gibt und dieses in einer Struktur B brauchen, weil der Auftragnehmer es in einer anderen Struktur benötigt, als wir es zeichnen, oder weil wir, so wie in diesem Fall, enorm große Datenmengen in einer Carlos-Struktur haben, CAD-Richtlinienland Oberösterreich, und diese aber nun in der ÖNORM-Struktur brauchen, weil die ÖNORM nun natürlich fürs Land Oberösterreich und für Österreich maßgeblich ist. Das heißt, neue Zeichnungen werden nicht mehr in Carlos-Struktur erzeugt, sondern in ÖNORM-Struktur. Entsprechend müssen manche alten Zeichnungen, damit wir Umplanungen machen können, müssen auch entsprechend übersetzt werden. Und diese Übersetzung ist, wenn wir es händisch machen, natürlich mit viel Aufwand verbunden. Und ich möchte hier zeigen, oberflächlich, wie das mit CBOX funktioniert. Wir sehen hier eine Zeichnung. Diese Zeichnung hat die Leerstruktur, wie wir sie von Carlo kennen, das heißt B für Bestand, Elektrotechnik, dann haben wir allgemein Beschriftung, Innenarchitektur etc. Das heißt, das sind die Carlo Leer, und auch in der aktuellen Zeichnung sehen wir die entsprechenden Blöcke, die es in der Zeichnung hier gibt. Das heißt, auch hier sind die Carlo Namen enthalten. Was muss geschehen, damit wir übersetzen? Ja, Leer umbenennen wäre noch einfach. Das Komplexeste an dem Ganzen ist aber, dass wir die Blöcke auch mit behandeln. Das heißt, das Ziel ist nicht nur, dass die Leer umbenannt werden, sondern auch, dass für jeden Block aus dem Carlo-Struktursatz ein neuer Block ersetzt wird. Und wenn wir uns dann ansehen, und wir schauen uns hier mal so einen Öffnungsblock an, was kann der alles oder was hat der alles? Das heißt, wir sehen hier, okay, der liegt auf einem Carlo-Leer. Der hat einen Carlo-Namen und die Attribute gehören auch zu diesem Block. Das heißt, einen Schritt weiter geht es. Wir haben nicht nur jetzt, dass ein anderer Block hier zu verwenden ist, sondern wir müssen natürlich auch die Werte der Attribute übernehmen. Das bedeutet, wenn wir einen neuen Block einsetzen, dann wird aus dem alten Attribut Weite, kommt im neuen Block dieser Wert wohin, und auch das muss alles definiert werden. Und genau diese Vorgehensweise sehen wir uns an, mal in einem Detail. Ich starte dazu CBOX. Wir haben hier die gesamte Struktur. Wir schauen uns hier jetzt einen Teil an, das heißt, bei den Öffnungen gibt es Fensteröffnungen, und hier haben wir die Möglichkeit zu sagen, schauen wir uns an, wie so eine Übersetzung stattfindet. Das heißt, aus dem einen, wir haben mal einen alten Blocknamen. Überall dort, wo dieser Block auf dem Layer existiert, soll dieser neue Block eingesetzt werden. Woher nimmt er den neuen Block? Entweder aus dem Symbols-Verzeichnis oder aus der Vorlagenzeichnung, je nachdem, wo er ihn findet. Auch die Attribute werden ersetzt, das heißt, aus dem Attribut Weite wird das Attribut DIM-Breite, aus dem Attribut Höhe wird entsprechend DIM an der neuen Höhe. Das heißt, die Attributswerte werden von alten Attribut ins neue übertragen. Es kommt natürlich auch auf einen neuen Layernamen, und für den Regelfall werden wir sagen, okay, wenn der neue Block eingesetzt ist an der Position, vernichtet den alten Block. Wenn wir aber aus Testgründen oder wenn wir die alte Struktur weiter beibehalten müssen, aus irgendwelchem Grund, kann man sagen, okay, wir belassen den stehen. Wir haben auch die Möglichkeit, dass wir die Skalierfaktoren mitsetzen. Das heißt, ein Multiplikator zum alten Block soll ein neuer, wenn die Skalierung aus irgendwelchen Gründen unterschiedliche Einheiten oder sonstiges korrigiert werden muss, dann haben wir hier die Chance dazu und ein paar Zusätze. Gut, das ist jetzt ein Teil von all dem, wo wir jetzt sagen, all das kann übersetzt werden, und wir hätten jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, jedes einzelne Drag-Drop, so wie in CBOX üblich, reinziehen, um die Funktion zu starten. Hier ist es so, dass ich sage, ich nehme einfach den obersten in dieser Gruppe der Übersetzung, mit Drag-Drop starte ich die Zeichnungsfunktion, und wir sehen bereits unten in der Befehlszeile mitlaufen, was passiert. Wir sehen oben in der Grafik, dass es sich entsprechend ändert, und es wird hier die gesamte Gruppe jetzt durchgegangen. Was sehen wir am Ende? Am Ende sehen wir keine Carlo-Layer mehr, sondern am Ende sehen wir ÖNORM-Layer.
Am Ende sehen wir, so wie hier, der Monitor hat sich von ET anderen Monitor auf ARED Monitor geändert und natürlich, das ist das Wichtigste, wenn wir uns diese Zeichnungsstruktur ansehen und ich wieder so einen Fensterblock selektiere als Beispiel, dann sehen wir, okay, jetzt heißt es, die Breite hat diese Breite, hat diese Höhe, Parapethöhe etc. Also die Werte, die vorhanden waren, sind auch von den Attributen her übernommen. Es wurde nicht nur der neue Block auf dem neuen Layer eingesetzt, sondern auch alle Inhalte mit übernommen. Und als solches ist das Ergebnis jetzt pro Zeichnung, wir haben es gesehen, wenige Sekunden Durchlauf und wir haben die Übersetzung gemacht und diese Übersetzungen sind mit den ZBox Tools einmal zusammengestellt und ab dem Zeitpunkt leichtest automatisiert und für bestehende Zeichnungen mit dem gleichen Struktur oder mit der gleichen Aufgabenstellung Drag Drop fertig. So soll es in ZBox sein. Bei Fragen und Feedback jederzeit gerne. ZBox können Sie unter dem Link, der unten eingeblendet ist, gerne installieren, downloaden und installieren. Danke für die Aufmerksamkeit. Viel Erfolg!